So, schönen guten Abend an alle Teilnehmer heute Abend. Mein Name ist Elena Christodoulou. Ich bin hier bei Tickmill für den deutschen Markt zuständig. Heute Abend habe ich glücklicherweise wieder den Dirk mit dabei. Und worum kann es anders gehen, wenn es nicht der Stereotrader ist? Heute Abend geht es um Scalping Highlights. Da wird Dirk auch hier bei uns traden, sodass wir verfolgen können, wie er den Stereotrader nutzt. Aber bevor wir damit anfangen, muss ich natürlich kurz den Risikohinweis vorlesen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dient ausschließlich informativen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinung der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. Die Präsentationen wurden nach bestem Wissen vorbereitet, jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wofür weder Tickmill noch der Moderator die Haftung übernimmt. Gut, ich hoffe, man konnte alles gut raushören. Dirk, du bist auch schon mit dabei. Ich bin mit dabei, ja. Und startbereit? Aber sowas von. Super. Fragen wie auch in den vorherigen Webinaren bitte immer in den Chat reinschreiben. Ich versuche das an den Dirk weiterzuleiten. Der Dirk sieht die auch selber, aber wir tun unser Bestes, so gut wie möglich dahinterherzukommen. Insofern Fragen immer herzlich willkommen. So, jetzt sehen wir dein Okay. Bildschirm. Ja, so, dann hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Dirk Hilger, ich bin der Entwickler vom Stereotrader. Der eine oder andere hat das ja bestimmt auch schon mal mitbekommen, ist ja auch wahrscheinlich dann auch nicht zum ersten Mal hier mit dabei. Und wie die Elena schon gesagt hat, machen wir heute hier ein bisschen Live-Trading. Und dazu muss ich aber sagen, also ihr werdet hier sehen, ich bin hier nach wie vor auf dem Demo-Account unterwegs. Das mache ich normalerweise nicht beim Live-Trading, sondern es ist eigentlich mal echt Geld. Aber hier geht es ja halt nach wie vor hauptsächlich halt um Funktionen und halt jetzt einfach nicht mal nur in der Theorie, wie wir es die ganze Zeit überwiegend gemacht haben mit dem Stereotrader, sondern halt, ich werde halt einfach versuchen, hier am laufenden Chart, also im laufenden Markt halt, die Funktionen halt zu demonstrieren, die man halt für Scalping nutzen kann. Das heißt, ich werde auch hier sicherlich dann mal irgendwie Sachen machen, die jetzt nicht unbedingt dementsprechend, wie ich jetzt halt in der Strategie halt vorgehen würde. Und das ist halt eben der Hauptgrund dafür, ja. Also wir werden aber ganz sicher, gerade vorhin schon gefragt, wann das nächste Live-Trading-Webinar ist, dann werden wir das auch sicherlich mal mit Strategie machen. Aber heute geht es nach wie vor in erster Linie um die Funktionen. Und das heißt dann halt eben auch, ihr könnt genau wie in den anderen Webinaren dann halt auch eure Fragen reinstellen oder halt eben auch irgendwie mal Ansätze, wenn jemand sagt, ja, ich handle zum Beispiel, was weiß ich, Bollinger Bänder oder weiß der Kuckuck, ja, oder irgendwelche SMAs, EMAs. Und dann kann ich das gerne mal versuchen, irgendwie mit so einem Ansatz dann halt eben auch umzusetzen. Und also einfach irgendwie reinstellen, was halt irgendwie gerne gesehen wird. Und dann werde ich versuchen, das zu machen. So, wir haben jetzt aber hier natürlich so ein bisschen auch, und das ist auch mit der Grund, so ein bisschen das Problem, die Vola, also Volatilität, jetzt hier um 19 Uhr ist natürlich nicht die allergrößte. Das ist halt immer so, ich sage mal oder behaupte mal für den amerikanischen Markt, halt wirklich ganz oft so, dass wir, das ist halt so, ja, das Ende von der Mittagspause ist, also je nachdem, wann die dort in die Mittagspause gehen, ist es dann eben so, dass halt meistens um 20 Uhr dann halt eigentlich nochmal mehr los ist. Also eigentlich dann, wenn wir halt hier durch sind. Und aber nichtsdestotrotz, vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Tick an der Stelle rein. Ich hoffe es natürlich, weil das ist natürlich ganz fürchterlich. Gerade wenn es jetzt hier um das Thema Scalping geht. Also ein bisschen Bewegung braucht man natürlich schon, um da halt eben die Funktionen, Tools und so weiter vorzustellen. Also wie gesagt, ich kann es nur versuchen, kann den Markt natürlich leider überhaupt nicht beeinflussen. Das ist halt klar. Und werde halt einfach mal versuchen, halt auf das, was ich halt bekommen habe, einzugehen. Ja. So, ich bin hier, ich habe hier zwei Fenster auf, linke Seite der DAX, rechts der Dow Jones, habe da ein paar Linien eingezeichnet. Das sind jetzt einfach mal die Linien aus meinem täglichen Blog. Und weil ich halt immer gerne so die Werte halt im
Raster in Anführungszeichen halt handle. Ja? Also ich handle ja zum Beispiel nicht in keinster Weise diagonal irgendwelche Trends oder sonst irgendwas, sondern bin halt rein vertikal unterwegs. Und aber auch wegen der Genauigkeit, also gerade im Punkt des Scalping, reagiert das halt alles ein bisschen genauer und eignet sich dafür eigentlich auch besser. Ich habe auch hier ein bisschen was vorbereitet. Irgendwie die Tage war das, ich habe hier meine Short-Position noch drin im DAO. Da oben ist die bei, wo sind wir hier, 24.506. Ja, man sieht auch immer hier zum Beispiel, wenn man die Maus drüber hält, dann sieht man ja auch immer, wo zum Beispiel halt der Trade halt ist, bei welchem Kurs, Positionsgröße und dann zum Beispiel Gewinn und Verlust jetzt hier gerade. Und aber eben auch das Risiko, jetzt hier gerade, weiß ich gar nicht, warum das nicht angezeigt wird, kann sein, dass die Funktion einfach ausgeschaltet ist. Und dann steht dann eben auch normalerweise noch mit dabei, wie hoch zum Beispiel das Risiko ist. Jetzt natürlich hier nichts mehr, klar, weil die Position ist ja erstmal ordentlich ein Plus. Und das war übrigens auch ein Punkt aus dem aus meinem Blog da oben, wo ich den auch nochmal hinhaben wollte an der Stelle, bevor es dann halt nochmal runtergeht. Aber das ist ja jetzt nebensächlich. Wir versuchen, wie gesagt, hier ein bisschen Bewegung mitzunehmen. Und aber solange ich hier rede, sehe ich halt schon, das wird schwer, das jetzt, jetzt hier irgendwas zu machen. Also ich fange mal an, einfach mit der Funktion, mit den Limit Pullback Orders. Und zwar diesmal nicht für Orderaufgabe, außer der Kurs springt jetzt hoch, dann würde ich das halt eben auch nochmal mit zeigen, sondern eben halt auch, wie man zum Beispiel Teilauflösungen damit halt ein bisschen geschickter machen kann. Und ich werde es halt mal versuchen hier im DAO, wobei der natürlich jetzt hier wirklich an einer extrem blöden Stelle ist, kann man anders nicht sagen, wenn man sieht zum Beispiel hier, das sind ja auch alles so Geschichten, die kann ich ja hier in diesem Webinar mal zeigen, die auch sehr hilfreich sind beim Kurzfristhandel. Man hat ja hier zum Beispiel die Abteilung Chart, ja, und dort ist zum Beispiel halt hier so eine Schaltfläche, die heißt Sym, also für Symbollinien. Und da kann ich halt einblenden, wie man sieht. Ja, wo hier jetzt zum Beispiel gestern ein Kassaschluss war, wo der Future geschlossen hat und wo der geöffnet hat. Ja, das ist natürlich hier gerade so eine Zone, da hängt der halt natürlich gerne mal rum, weil das logischerweise halt der Bereich ist, wo halt eben auch viel Interest einfach ist. Ja, also wo viele Orders mit Sicherheit zu finden sind und auch ein Bereich, wie man ja auch sieht, der nicht mal eben halt verlassen wird. Ich bin jetzt hier 15 Minuten Chart, da sieht man ja einmal drüber, einmal drunter und vom Prinzip her, bildet er hier halt so eine Range jetzt halt gerade aus. Und dann, da kann es jetzt natürlich sein, dass er erstmal noch ein bisschen da halt festhängt. Ich gucke mal parallel im DAX. Hier natürlich das Gleiche, ne? Das ist halt auch eingeblendet. Hier die Symbolwerte, die sind jetzt hier nur ein bisschen verstreuter, weil der DAX hat ein bisschen mehr auf die Ohren bekommen heute mal wieder. Da oben war zum Beispiel die Kassaeröffnung, hier die Future-Eröffnung und hier jetzt eben Kassaschluss von heute und Kassaschluss von gestern. Ist zum Beispiel hier oben. Ja, so hat man halt ein bisschen besser eine Orientierung. Und das hier wäre jetzt eigentlich schon ein schöner Entry gewesen hier an der Linie, zumindest mal halt jetzt hier für irgendwie 3, 4 Punkte. Noch 5 Minuten, ich stelle das mal um auf 1 Minute. Und was ich halt auch hin und wieder mache, das sieht man ja auch hier, dieses Zickzack, was ich da halt eingeblendet habe, finde ich sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel halt nach Markttechnik arbeitet, um so ein bisschen besser zu erkennen, worum geht's, ja. Und wer sich mit Markttechnik auskennt und der kennt ja auch die Devise, das heißt, es geht ja immer nur darum, herauszufinden, wo wird Bewegung entstehen, ja. Jetzt nicht unbedingt abzuleiten, was passiert als nächstes oder wie entwickelt sich der Kurs weiter, das natürlich auch, wenn man halt im Trend ist, aber eben halt, um auch herauszufinden, wo entsteht Bewegung. Und das ist ja eigentlich das Motto von der Markttechnik. Und jetzt wäre zum Beispiel halt hier wäre natürlich so ein Punkt, also das ist eigentlich gar nicht unbedingt gut geeignet, jetzt hier für 3 Punkte Scalping, okay. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Bewegung bekommen, dann sollte die eigentlich da oben gehen, ja, also in diesem Bereich, wo auch jetzt hier der letzte Abpraller ganz exakt an der Linie war, also die Linie war auch heute Morgen schon da, das muss ich halt auch dazu sagen immer, sonst sieht es immer so aus wie, ja, irgendwann was reingezeichnet. Nee, das war tatsächlich heute Morgen schon da, und zwar alle Linien, die wir hier sehen, ja, und dann sieht man auch recht gut, das sind auch die Bereiche, um die es halt ging. Ja. Also hier erstmal runter, da abgeprallt ein Stück und dann eben hier drunter und dann Paritätswechsel, so nennt man das ja eben. Das heißt also, eigentlich war das eine Unterstützung, hat nicht funktioniert, durchgebrochen und dann von unten angeguckt und dann halt eben weiter runter. Also ganz klassischer
Paritätswechsel. So. Und das wäre jetzt halt so ein Punkt, wo ich halt sage, das könnte halt interessant werden hier für Long tatsächlich, ja, auch wenn wir jetzt irgendwie Short unterwegs sind. Aber das ist natürlich ein Angriffspunkt hier oben, ja. Also das heißt, darum geht es ja, das halt wieder rauszunehmen, weil das hier war ursprünglich ja mal, wie gesagt, eine Unterstützung. Und generell, wie man ja auch sieht, im DAO genauso, den haben bestimmt heute auch schon einige für tot erklärt. Und der ist ja eben nur mal kurz unter die 24.000 und klettert dann halt eben wieder 150 Punkte hoch. Da kennt ihr da auch halt nichts. Und da wundern sich dann natürlich einige, vor allen Dingen gerade die, die halt immer gerne irgendwie ja, auf den Crash halt bauen, aber so einfach, so ohne weiteres funktioniert das halt nicht, ne? Weil halt eben der DAO halt einfach momentan mehr oder weniger seitwärts ist. Ja? Also es könnte passieren, dass er halt hier wirklich auf Markttechnik halt einen Short-Trend antritt. Dazu müsste aber erstmal tatsächlich unter 23.000. Dann wäre das Ding eigentlich erst nach meinem Dafürhalten markttechnisch übergeordnet getriggert. Und beim Scalping halt geht es ja eigentlich immer nur darum, klar sollte ich übergeordnet im Auge behalten, um einfach halt auch die höheren Chancen zu haben. Aber nichtsdestotrotz kann man auch zwischendurch auch mal eine andere Richtung handeln. Und wo ich halt hier gerade zum Beispiel gesagt habe, Long, ja, das ist halt bei ganz profan, Long geht immer, ja, weil alles, was dem zugrunde liegt, die ganzen Aktien letzten Endes, die sich hinter dem DAX verbergen, die sind ja dazu da, damit die steigen und nicht damit sie im Keller halten. Und deswegen wird es auch immer wieder Käufer geben. Deswegen kann man auch immer wieder Long gehen. Ja. Das war hier halt auch zum Beispiel eine schöne Gelegenheit. So, aber bevor ich jetzt hier was finde, suche, also hier wäre zum Beispiel jetzt halt so ein Punkt, ja, also man sieht ja hier, ich mache es mal ein bisschen breiter. Da ist ja halt, wir sind hier eigentlich seitwärts. Hier wird ein Reversal versucht. Es gibt aber keine neuen Hochs, aber jetzt hier zum Beispiel auch keine neuen Tiefs. Und das wäre jetzt halt so ein Punkt. Da könnte man tatsächlich, auch wenn ich da überhaupt kein Freund davon bin, hier wirklich auch mal diagonal mal reingucken, weil hier passt es nämlich gerade zufällig. Ja, also wir haben hier so eine Folge von aufsteigenden Tiefs. Und solange der hier auch nicht drunter geht, könnte das auch mal nach oben versuchen. Ja, das heißt, ich würde mal versuchen, wenn er jetzt hier ein bisschen in dem Bereich kommt, da tatsächlich mal irgendwie Long einzufangen und dann mal gucken, ob wir nicht mal da oben eine Runde drüber gehen. Und aber jetzt, wie gesagt, primär, also hier gilt auch ganz klar, bitte nicht nachmachen. Ja? Mir geht es hier nicht darum, jetzt unbedingt hier auf Biegen und Brechen jetzt irgendwie hier einen Trade zu machen, der dann halt unbedingt im Gewinn landen muss, sondern es geht wirklich eher um die Funktionalität, ja, und die zu demonstrieren. Das heißt, es ist mir an der Stelle dann tatsächlich auch egal, ob das jetzt daneben geht, weil jetzt hat weil die Funktionalität einfach hier Priorität hat. So, der DAO. Also, wie gesagt, ich versuche jetzt hier mal eine Teilauflösung zu machen mit der Limit Pullback Order. Nochmal, wir sind hier oben short. Ja, also hier ist der Stop Loss, den könnte ich jetzt auch tiefer ziehen hier, weil da müsst ihr jetzt nicht auch nicht unbedingt mal drüber, sondern ich will ja hier versuchen aufzulösen. Ich mache das noch ein bisschen größer, damit man hier auch mal ein bisschen besser sieht, wo wir da sind. Das ist jetzt 15 Minuten. Ich zeige das mal auf Stunde. Ja, und hier sieht man zum Beispiel halt, das ist halt Chaos, ja. Also wenn man halt diese kleinen Ecken halt noch mit betrachtet. Aber das mal eine Nummer größer, kommen wir halt einfach hier runter mit kleinen Tiefs. Und wenn man das hier mal vergisst, dann haben wir hier eigentlich auch nur einen Hochpunkt, neuen Tiefpunkt, keinen hohen Hochpunkt, nächsten Tiefpunkt. So, und das heißt also eigentlich ein klarer Trend, zumindest mal im Stundenchart. Ja. Dort sind wir markttechnisch short. Und heißt aber nicht, dass das dem DAO gefällt und dass das eben so ohne weiteres weiterläuft. Weil hier sieht man ja auch, gerade gestern war zum Beispiel hier so eine Bewegung, Entschuldigung, wo hier jetzt erstmal kein neues Tief gemacht hat. Das sieht man auch hier. Ja, also das war das Tief von hier von vorgestern. Dann das von gestern, also nichts getroffen und dann halt mal versucht, hier ein Long Reversal zu starten. Sieht aus wie ein Squeeze, ist aber keiner und ist auch kein Reversal, ja, nur weil hier so ein paar Ecken sind, weil das hier war der nächste relevante Punkt und der war halt drunter. Und da kann man jetzt auch zum Beispiel Fibos anlegen, da wird nichts mehr rauskommen. Und ich bin halt auch der Meinung, dass der DAO so nicht funktioniert, sondern der DAO versucht halt einfach das Maximum immer irgendwo auszuloten. Das heißt, dass man halt wirklich gucken sollte, okay, wo ist jetzt zum Beispiel hier die nächste Welle, also der nächste markttechnisch relevante Punkt, ab dem es nochmal runtergeht. Und da halt muss man dann irgendwo dann in der Nähe halt schauen, dass man dort halt zum Beispiel
einen Einstieg findet, wenn man jetzt an Short festhalten möchte. Aber auf keinen Fall irgendwo hier so mittendrin. Sowas macht der DAU halt einfach nicht gerne. Beziehungsweise sowas macht er halt gerne, wo sich dann alle wundern, wie kann das Ding jetzt 500 Punkte steigen. Aber einfach nur ein Ausgleich von der letzten Bewegung, also von der letzten Trendbewegung. Ja, hier die Korrektur. Mir war das halt im Endeffekt nicht. Und folglich dann halt heute ein kleines neues Tief. Und das kann genauso gut auch nochmal hierher laufen. Ja, also bis knapp hier drunter. Ist möglich, muss nicht sein. Sollte man aber einfach drauf gefasst sein. So, aber jetzt wie gesagt, kurze Rede, langer Sinn. Wobei, ich muss ja auch zugeben, ich mache das ja auch so ein bisschen, um hier zu überbrücken, in der Hoffnung, dass sich mal ein bisschen mehr bewegt hier. Würde ich halt jetzt erstmal versuchen, jetzt hier zum Beispiel halt, wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, ja, also nochmal, es ist kein Nachmach-Workshop hier, aber wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, ich habe hier eine rote Linie und ich würde halt hier gerne meine Position zum Beispiel dann halt skalieren, ja, also das heißt, nochmal eine Pyramide dann dazugeben. So, kann man mal gucken, wie das hier aussieht. 5 Minuten sieht man es eigentlich ganz gut. So, hier sind wir vorhin dran gewesen. Und wenn das jetzt zum Beispiel halt markttechnisch halten soll, ja, müsste ich ja hier an der Stelle rein, die tiefer ist. Ja, das heißt also, wenn das jetzt zum Beispiel gebrochen wird, dann heißt das noch nicht, dass es automatisch weiter nach oben läuft. Das ist halt auch klar. Ja, aber es ist zumindest mal irgendwie kein gutes Indiz dafür, dass es jetzt halt auch komplett wieder runtergeht. Und das heißt, man könnte zum Beispiel jetzt hier versuchen, ich habe jetzt momentan eine Positionsgröße von 10 € pro Punkt, beziehungsweise 10 Dollar pro Punkt, 10 Kontrakte. Und würde jetzt zum Beispiel hier mal 5 dazugeben wollen als Beispiel. Ja, und müsste dafür ja zum Beispiel hier, natürlich nicht long, hier irgendwo hin. Das heißt, das Hoch sollte er idealerweise gar nicht mehr erreichen, sondern sollte in dem Bereich bleiben, wo jetzt auch hier gerade so ein bisschen auch reagiert. Und macht auch insofern Sinn, weil wie man hier zum Beispiel sieht, das Volumenprofil, ja, also das integrierte hier vom Stereo Trader, zeigt hier zum Beispiel auch den Point of Control. Und das hat einfach auch ein ganz typischer Punkt, wo halt so ein Kurs einfach gerne hinläuft. Ja. Und wenn irgendwie gerade seitwärts angesagt ist und das orientierungslos scheint, kann man eigentlich davon ausgehen, dass halt der Point of Control einfach der nächste interessante Punkt sein wird. Aus einem ganz einfachen Grund. Dort waren bisher einfach die meisten Händler. Jetzt werden natürlich die Volumentrader sagen, ja, ist ja alles Quatsch, ist ja nur Tickvolumen. Ja, das ist natürlich fast richtig, ja, weil wir haben ja hier kein echtes Kontraktvolumen dahinter. Das kann man übrigens hier ein- und ausblenden, auch in der Abteilung Chart mit Volumenprofil in der Version 2.0, muss ich dazu sagen, die übrigens morgen offiziell kommt. Ja. So, aber trotzdem kann man sich das ja mal merken. Also diesen Knopf gibt es in der aktuellen Version noch nicht, aber in der 2.0. Das heißt, nächste Woche hat sie sowieso dann jeder. Und also hätte man jetzt echtes Volumen. Und dann würde man halt zum Beispiel hier, da wäre der Point of Control, wäre dann tatsächlich der Punkt mit dem höchsten Handelsvolumen. So, wenn man da halt mal ganz simpel drüber nachdenkt, der Kurs muss ja letzten Endes immer zu diesem Punkt, weil es ist ja ein bestimmtes Volumen einfach im Markt, ja. Und es gibt Käufer und es gibt Verkäufer und die können ja nur aufeinandertreffen, wenn genug für jede Partei letzten Endes da sind. Ja? Also wenn jemand irgendwie viel verkaufen will oder kaufen, wie auch immer, dann braucht er auch umgekehrt entsprechend viele Abnehmer. Und das ist halt eben dann auch klar, dass an so einem Punkt dann natürlich auch immer auch das meiste Volumen wieder entsteht. Ja? Also andersrum, das war bis jetzt der Punkt mit dem höchsten Volumen. Und wo der Punkt mit dem höchsten Volumen war, da ist auch normalerweise erstmal eine Zeit lang auch weiterhin das höchste Volumen. Ja? Und dort passiert dann halt einfach was an so einer Stelle. Und das ist hier der Unterschied nochmal. Order Flow heißt, ich weiß, wie viele Kontrakte wurden da gehandelt. Und hier weiß ich halt zum Beispiel nur, was war der meistgehandelste Kurs. So, und das stimmt aber trotzdem in etwa überein. Ja? Das ist dann vielleicht nicht auf den Tick genau oder auf den Punkt genau, aber es stimmt schon ziemlich relativ genau überein. Das heißt, das ist schon eine nette Orientierung, die man hier hat. Und wenn ich gerade schon dabei bin, kann ich das auch nochmal weiter erklären. Man sieht auch hier zum Beispiel,
Es gibt einen grauen Bereich, es gibt einen blauen Bereich und das ist die sogenannte Value Area. Ja, das heißt, also hier in diesem blauen Bereich wurden einfach 70% des Tagesvolumens gehandelt und in dem grauen Bereich halt der Rest. So, und entsprechend typisch ist halt zum Beispiel ein Abdriften in den grauen Bereich. So, da gibt es aber dann auch logischerweise erstmal nicht genug Händler und entsprechend läuft er halt hier auch wieder zurück. Ja, ich beschreibe das jetzt alles so, dass man es überhaupt erstmal versteht, das Prinzip. Ja, man kann es natürlich alles noch wesentlich komplexer machen, aber das ist das Grundprinzip. Und im Grunde ist es eben auch so, dass man den blauen Bereich als Fair Value Area bezeichnet. Das heißt, dort ist der DAO weder zu teuer noch zu billig. Ja, ganz simpel ausgedrückt. Hier unten ist er zu billig und da oben ist er zu teuer. Und das sagt eben diese Value Area aus. Und wie gesagt, der Point of Control, das ist halt nicht die Mitte, sondern einfach nur dort, wo das meiste Volumen war oder eben jetzt wie in dem Fall, wo der meistgehandelte Kurs einfach ist. So, entsprechend haben wir da halt jetzt auch, das hat man ja gerade gesehen, dann auch wiederum ein bisschen Bewegung. Und wie gesagt, wenn ich das jetzt hier zum Beispiel short skalieren wollte, wenn ich jetzt der Meinung bin, der geht bestimmt nicht hoch, sondern geht runter, das weiß ich nicht, ja. So, und da könnte man zum Beispiel an so einem Punkt, da darf ja hier kein neues Hoch machen, das haben wir ja halt gesagt, kann ich an so einem Punkt zum Beispiel dann eine Limit-Pullback-Order dann halt setzen. So, und das hat aber auch, vielleicht sehen wir das jetzt ja halt auch den Vorteil, wenn er jetzt doch hier im zweiten Anlauf auf die Idee kommt, da oben drüber zu rennen, und dann kann ich die natürlich genauso gut auch wieder rausnehmen. Ja, so, jetzt ist die halt erstmal an der Stelle, die ist schon gefillt. Das war jetzt ein bisschen knapp vielleicht hier vom Pullback, das könnte ich mal umstellen für den DAO. Stellen wir hier mal auf, steht das Pullback. Einen Punkt, stelle es für den DAO mal auf 3, weil der sich ja doch ein bisschen heftiger bewegt als der DAX. So, das heißt, hätte ich von vornherein 3 gehabt, wäre ich jetzt noch nicht gefillt, sondern ich hätte die halt mit nach oben genommen. Vielleicht war ja auch der ein oder andere dabei in dem Webinar, wo ich das ja gezeigt habe mit der Limit-Pullback-Order. Und das war ein sehr, sehr nettes Vorführbeispiel. Und so, das war folgendes. Ich suche mir oben den nächsten Peak an der Stelle aus. Ja, also hier im Volumen-Peak. Das wäre dann zwar knapp drüber, aber ich schätze mal, da kriegen wir trotzdem ein bisschen Gegenbewegen, auch wenn er ein neues Hoch machen würde. Bis jetzt hat das nicht. So, das ist alles soweit okay. Vorausgesetzt, wie gesagt, wir wollen hier weiter short unterwegs sein. Bin jetzt entsprechend mit 15 Euro pro Punkt erstmal drin. Dürfte dann natürlich für den Fall halt nicht hier nochmal hoch. Das, wie gesagt, der Limit Pullback war jetzt hier ein bisschen unglücklich, weil ich die falsch eingestellt habe. Und ursprünglich wollte ich halt auch zeigen, wie man per Limit Pullback auflösen kann. So, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal eine Bewegung hier runter bekommen, ja, und ich bin der Meinung, so hier ist jetzt irgendwie möglicherweise, das ist mir zu viel seitwärts und ich fange halt an aufzulösen, kann ich das mit der Limit Pullback eben genauso machen. Ich habe den Wert jetzt umgestellt auf 3 und würde dann zum Beispiel sagen, na gut, wenn er hier runterkommt, keine Ahnung, ob das noch wirklich weitergeht, ja, dann setze ich die hier irgendwo in dem Bereich und fange hier halt an aufzulösen. Hier entsprechend, ich bin ja short, also setze ich hier eine Kauforder. Wie gesagt, beim Stereo Trader ist es ja so, in dem Stereo Future Modus, dass dann nicht dann halt eine Long Position eingegangen wird, sondern es wird halt einfach nur verrechnet. Ich mache dazu mal die Statistik auf. Hier mal kurz ein Reset, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. So, und dann auch hier mal die Order bearbeiten. Dort sieht man jetzt eben auch Limit Pullback. Ja, das ist jetzt diese Order hier, steht auf 3. Das heißt, ich brauche einen Rücklauf von 3 Punkten, damit die gefüllt wird. Würde er jetzt runterkommen an der Stelle, das ist natürlich jetzt echt hier von der Bewegung ziemlich lahm. Es war ja heute doch schon ein bisschen mehr los hier. Und dann könnte ich die eben an der Stelle auflösen. Ja, ich versuche das jetzt hier einfach nur so ein bisschen zu kombinieren von der Funktionalität. Weil, wie gesagt, ist halt mit der Bewegung ist halt leider jetzt nicht unbedingt wesentlich mehr anzufangen. So, ich lasse es hier erstmal in Ruhe. So, was man aber auch mal irgendwie zeigen kann, was ich zum Beispiel sehr gerne nutze, wenn es darum geht, irgendwie saubere Ein- und Ausstiege halt zu finden, sei es jetzt hier für Positionsauflösung oder halt eben
Für neue Positionen, das ist zum Beispiel, sind die Pivotpunkte hier auf Stundenbasis. Ja? Das heißt also wirklich Stundenpivots. Und die meisten kennen ja nur zum Beispiel Tagespivotpunkte, geht hier auch. Das sind halt hier zum Beispiel PD, also die Pivotpunkte vom Vortag. Wo sind sie? Ach, der ist genau da oben, sehe ich gerade auf der Linie. Das überdeckt sich gerade. Man kann einmal kleiner machen, dann sieht man, wie die halt eben auch sind. Hier unten wäre zum Beispiel noch einer. Das ist halt hier knapp über den Support von mir. Und ja, so lustig, dass das hier fast hier deckt, ist mir nur gar nicht aufgefallen. Ja, aber das wären zum Beispiel halt die Tagespivots. Und hier sieht man zum Beispiel halt auch, das ist auch ganz interessante Beobachtung, da wo der Pivot ist, ja, ist auch das höchste Volumen vom Vortag. Ja, in so einer Kombination macht es natürlich Sinn. Und ich behaupte mal, wenn man hier oben scalpen würde, ja, bei 2,61, 2,66, dann wäre das schon fast ein Elfmeter ohne Torwart. Weil das natürlich, also der Pivot an sich würde mich jetzt halt nicht wirklich interessieren, ja, aber halt eben das Zusammenspiel. Das heißt, wir hätten hier erstmal ein neues Hoch, das müsste sich erstmal bestätigen. Wir haben hier Pivotpunkt und haben hier das höchste Vortagesvolumen. Würde mich wundern, wenn er da einfach drüber läuft, als wäre da nichts. Ja. Also das wäre zum Beispiel halt so ein Punkt, den man sicherlich sehr gut handeln könnte. Aber das nun mal am Rande. So, aber so kann man das halt ganz nett abgleichen zum Beispiel. Und dann hat eben solche Pivotpunkte, um halt eben Ein- und Ausstiege zu finden. So, das sieht jetzt hier so ein bisschen aus, als würde er noch ein neues Hoch machen. Aber das muss er erstmal hinkriegen. So, was ich halt auch immer ganz gerne versuche, ist halt so die Kerzenimpulse mitzunehmen. Und wenn man die Amerikaner handelt, amerikanischen Werte, dann weiß man, so behaupte ich mal, also jeder, der es schon irgendwie ein paar Mal mehr gemacht hat, der weiß, die Kerze wird immer auf den letzten Drücker fertig, ja. Und allen voran entsprechend die 30 Minuten, 15 Minuten und vor allen Dingen Stundenkerze. Und deswegen gucke ich halt auch immer so ein bisschen auf die Uhrzeit. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie noch 2,5 Minuten bis dahin. Der versucht jetzt hier, ja, also um 30 Minuten halt hier long auszubrechen, kann aber genauso sein, das Ding einfach auf den letzten Drücker nach unten kippt. Ja. Von daher ist das Timing jetzt hier erstmal gar nicht so schlecht. Und auch wenn er jetzt hier an einem Punkt hängt, der jetzt irgendwie nicht so nett zu handeln ist, aber das Timing ist erstmal gut. Von daher wissen wir dann wahrscheinlich dann in 2 Minuten auch Bescheid, was Sache ist und was nicht. So, und hier oben, jetzt mal rein für den Scalping-Ansatz. Haben wir zum Beispiel hier jetzt den Stundenpivot, sieht man hier, das ist der R1. Deckt sich hier auch ganz nett mit dem Support. Und ist eigentlich halt auch so ein Punkt, wo der Dow nicht so ohne weiteres meistens drüber läuft. Aber nichtsdestotrotz, hier muss man aufpassen, weil wir kommen hier wirklich von sehr tief. Ja. Und das kann natürlich schon ein Impuls werden, der halt ein bisschen heftiger ausfällt. Ist möglich, muss nicht sein. Deswegen sollte man da jetzt auch nicht unbedingt ganz blind dagegen laufen. Besser ist sowas zu handeln, zum Beispiel, wenn jetzt halt, wenn jetzt diese Stunde halt um wäre und wir haben dann nachher mal angenommen, der geht hier drüber. Und dann haben wir dann halt so einen Pivotpunkt wirklich an einem neuen Hoch. Ja. Da ist es halt meistens ein bisschen sinniger. Aber hier so mittendrin, das kann auch sehr leicht nach hinten losgehen. So, aber erstmal haben wir jetzt hier so ein bisschen Bewegung. So, mal gucken, 1 Minute haben wir noch. Vielleicht kriegen wir hier halt auch noch vernünftig aufgelöst. Oder die Pyramide fliegt uns jetzt hier um die Ohren. So, was jetzt zum Beispiel halt auch ein Rücklaufpunkt wäre, also einmal habe ich ja gesagt, hier unten, ja, falls jetzt hier runterkommen sollte, aber ich glaube, wenn ich mir die Anzahl der Kerzen angucke, das hier ist ja schon fast eine Stunde, so lange werden wir es hier gar nicht durchhalten. Und deswegen sage ich, okay, dann lege ich das einfach mal hier hin, ja, in den Hauptpivot von der Stundenkerze. Und hier unten sieht man, wo ich vorhin hingelegt habe, das war auch Zufall. Das wäre halt auch entsprechend hier markttechnisch relevant, eben diese Welle hier unten. Ja. Von daher, wenn der S1 da ist, macht das halt zum Beispiel auch Sinn. Aber wie gesagt, jetzt ist die 30-Minuten-Kerze um. Noch 2 Sekunden. So, mal gucken, wo die Zuckung hingeht. Wenn wir überhaupt eine bekommen. Dann steht halt einfach wirklich nur still. Das ist ein bisschen schade. So, hier hat die geschlossen. Ja, das könnte einen Impuls nach oben geben. So, und da will ich jetzt zum Beispiel mal Folgendes machen. Das kann man nämlich
Auch, also ich könnte jetzt auf der einen Seite sagen, okay, zum Beispiel, wenn ich hier drauf klicke, Order bearbeiten, könnte ich halt sagen, so, ich nehme die halt wieder raus, einfach hier auf schließen. Das ist die eine Variante, also das ist ja hier 5 Euro pro Punkt und hier meine Kauflimits sind ja auch 5 Euro pro Punkt, ja. Also das heißt, die würde sich sowieso auflösen. Und aber nur noch mal zum Verständnis, es ist völlig egal, was ich hier für eine Positionsgröße reingebe. Ich kann auch hier 7 machen, ja. Und dann ist die weg und noch irgendwas anderes, weil es halt eben verrechnet wird ja nun. Ne? Und deswegen spielt die eigentliche Ordergröße nicht wirklich eine Rolle, weil ich bin hier, wie man sieht, wie man hier unten sieht, aber eben auch hier mit 15 Euro pro Punkt Short. Und entsprechend gebe ich jetzt halt hier eine Kauforder von 7 rein. Dann bin ich anschließend nur noch mit 8 Euro pro Punkt Short. So, was man zum Beispiel auch machen kann, so dass man, wenn man jetzt sagt, ich möchte hier nicht warten, sondern hier, das klemmt ja schon recht ordentlich. Man kann genauso gut, statt jetzt hier eine Limit Pullback hinzulegen, das kommt an dem Scalping-Ansatz schon ein bisschen näher, was ich halt gleich zeigen würde. Man kann halt einerseits natürlich hier einfach direkt ja, kaufen, mache ich jetzt aber mal nicht. Man kann aber noch was ganz anderes machen. Und zum Beispiel, ich nehme jetzt hier nur einen kleineren Teil raus. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich hier oben mit Shift, ja, die Shift-Taste gedrückt halte, und dann auf Kaufen gehe, und dann habe ich eine sogenannte MTO-Order, das heißt Market Trail Order. Das heißt, die funktioniert eigentlich genau wie eine Limit Pullback Order, nur platziere ich die nicht, sondern die hängt sich direkt an den Ask-Kurs dran. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Bewegung runter bekäme, das ist also wirklich, Elena, wir müssen uns eine andere Uhrzeit ausdenken, insbesondere fürs Live-Trading, weil hier diese 3 Punkte hin und her, das ist halt wirklich, das ist ein Zustand. Das ist Ja, das natürlich, war beim letzten Mal war das ja auch so, ne? ja, das ist halt echt keine gute Uhrzeit. Also für Live-Trading nicht, für Webinars ist es für Erklär. Geschichten, das ist ja halt alles okay, aber hier, ich meine, guck dir das an, ne? Das ist halt wirklich schlimm. Da kannst du ja wirklich gar Können wir nichts gerne machen. planen. Können wir gerne Genau. planen. Wir wirklich machen. Ich guck mal eben, der DAX, ja, ist gleich in Grün, ne? Steht halt irgendwie auch hier in einer 5-Punkte-Range seit einer halben Stunde rum. Das ist natürlich echt so ein bisschen übel. Ich hätte immer den Euro, aber ich habe den Euro echt einfach auch keine Ahnung, aber der bewegt sich auch. Das heißt, keine Ahnung, also den habe ich nicht auf dem Schirm. Bewegt sich jetzt halt auch nicht so viel, weil da passiert wenigstens ein bisschen was. Aber okay, bleiben wir jetzt erstmal bei der anderen Geschichte hier. Also, MTO-Order zeige ich jetzt halt mal. Irgendwas muss ich ja hier zeigen. Das heißt, also Shift-Taste gedrückt halten. Jetzt muss ich aber auch erst hier gucken, was für einen Abstand ich habe. Ist das Trading Terminal, MTO Trading Abstand. So mache ich auch mal 3. Also wie gesagt, MTO Market Trail Order. Das heißt, ich mache hier oben mit Shift, gebe ich die quasi in den Markt und werde nicht sofort gefillt, sondern werde getrailt. Ja. So, wenn ich jetzt ein bisschen Bewegung runter bekäme, mein lieber Dow, den Gefallen kannst du mir jetzt hier schon mal tun. Und dann kann ich die wenigstens mal loslassen. Das ist ja unglaublich hier. Das ist wirklich schon ein bisschen böse. Naja, so, ich harre jetzt mal ganz kurz der Dinge, die da kommen. Und ich kriege mal da oben noch einen Film mit der Short, auch okay. Weil die jetzt zum Beispiel reinzugeben, wird keinen Sinn machen, ja. Sondern es geht halt darum, immer so gegen die Bewegung halt dann quasi zu agieren, sodass ich halt dann auch genau wie bei einer Limit Pullback im Rücklauf drin bin. Nichts wie bei einer Stop-Order, also wenn ich jetzt hier hinsetzen würde, dann bin ich ja sofort drin. Sondern ich will hier halt normalerweise, das heißt, wenn der jetzt hier runterkommen würde, was er ja absolut nicht tut, dann würde ich genau wie mit der Limit Pullback die Bewegung in meine Richtung und dann halt versuchen einzufangen. So, jetzt sind Gibt hier die ersten. es Genau. eigentlich Instrumente, die du auf keinen Fall scalpen würdest? Irgendwelche Handelsinstrumente, wo du sagst, nee, da macht es keinen Sinn oder Also ich sage das mal, wird nicht. Ja. man sollte ja nur das scalpen, was man ja auch kennt. Ja? Also ich meine, das ist ja halt erstmal halt so der Punkt. Und
Darauf bin ich halt ganz gut gewandert und mit dem DAX halt eben auch. Und die sich halt auch beide eigentlich hervorragend dafür eignen. Ja. Aber der Thorsten zum Beispiel, Thorsten Helbig, der ist zum Beispiel halt fast nur im Euro unterwegs, was Scalping angeht, kann ich zum Beispiel gar nicht. Also, und da ist, ich sag mal, die Kriterien sind eigentlich ausreichende Volatilität und geringer Spread. So, das sind halt so die Kriterien. Und das hier wäre Kriterium jetzt nicht erfüllt, weil Volatilität ist gerade nicht vorhanden. Das heißt, man sollte eigentlich in so einem Urteil auf gar keinen Fall scalpen, beziehungsweise wenn der Markt halt wirklich so ist. Aber okay, aber ich meine, man sollte den Markt wirklich kennen, ja. Also das ist halt, weil jeder Markt hat seine Eigenarten. Und der Dow zum Beispiel, der läuft meistens sehr sauber, ja. Und das sieht man hier auch gerade. Mit sauber meine ich markttechnisch sehr sauber. Das heißt, dieses Hoch hier zum Beispiel hat er bis jetzt einfach noch nicht verletzt. Ja. Der DAX, der wäre schon längst irgendwie mal drüber und dann doch wieder runter und keine Ahnung. Der macht da halt eher so Schweinereien. Es funktioniert völlig anders. Ja. Und ein DAO könnte ich hier auch ganz locker sagen, so wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine erste Short aufgemacht hätte, kommt da mein Exit hin, mein Stop-Loss. Ja. Weil wenn ihr da oben hinläuft, dann wird ihr das auch früher oder später fortsetzen. Die Geschichte, weil der macht sowas sehr selten, dass er zum Beispiel verletzt wird, dort trotzdem runter. Klar wird er das jetzt hier wahrscheinlich auch machen, aber was er wahrscheinlich nicht macht, ist hier ein neues Hoch und dann hier unten das wegbrechen. Sowas macht der DAO zum Beispiel sehr selten. Der DAX macht es halt nur. Und deswegen muss man den DAO auch völlig anders handeln, finde ich, als den DAX. Weil beim DAX darf man teilweise einfach nichts drauf geben, was der macht. Der ist halt so ein bisschen Biestig, sage ich halt immer. Und ja, aber wie gesagt, hier, ne, 5 Punkte hin und her, mir passiert hier leider überhaupt nicht. So, ich mache das jetzt einfach mal trotzdem. Also, Shift-Taste gedrückt halten. So, und dann halt, wenn man die dann loslässt, dann sieht man, dann hängt die Order hier drin, ja. Dann würde er sich jetzt runter bewegen, was er wahrscheinlich jetzt aber eh nicht macht. Na, sondern bin schon gefüllt, weil das ist Bewegungslegasthenie hier. Aber ich zeige es eben nochmal, deswegen habe ich da ein bisschen kleiner gemacht. Ja. Nicht direkt kaufen, sondern eben halt hier mit Shift. Und dann sieht man halt, ne, kommt dann ein bisschen mit runter. Und im Normalfall, wenn man eine vernünftige Bewegung hat, nicht so ein Mist wie hier, sorry, aber anders kann man es wirklich echt gerade überhaupt nicht mehr ausdrücken. Und dann hänge ich dann natürlich auch ganz gut dran, ja. Das ist ja ein Witz hier gerade irgendwie. Ich filme, wo ist die versteckte Kamera? Frage ich mich hier echt. Das ist Diesmal ist die unglaublich, Kamera nicht mal versteckt, Jörg. Du weißt, du wirst aufgenommen. Volatilität ist komplett im Keller, aber komplett. Das ist die kleinste Bewegung, glaube ich, die kleinste Ruhe auf dem ganzen Tag. Wie ich das sehe, oder? Die Minutenkerzen sind auch noch vorhanden. Mann, Mann, Mann. Das ist ja wirklich das also Aber absolut verrückt. helfen ja die neuen Funktionen, die der 2.0 hat, ja sehr, ne? Damit man einfach davor auch mal sieht, wo ist der Markt, sag ich mal, am liquidesten oder wo wurden die meisten Positionen eröffnet und so weiter, ne? Genau, also ich meine, das ist halt eben der Grund, ja. Also es gibt 2 Gründe, warum der jetzt hier einfach so hängt, ja. Also einmal geht es hier um dieses Hoch rauszunehmen und möglichst das nächste anzulaufen. Und auf der anderen Seite, klar, hier war halt den ganzen Tag irgendwie das meiste Volumen. Und da tummeln sich jetzt irgendwie alle und warten drauf, dass irgendeiner einen großen Geldbeutel aufmacht und entweder alles verkauft oder kauft, ne? Also, das ist halt einfach, das ist ja nur plausibel. So, dass er es aber jetzt ausgerechnet jetzt um 19 Uhr machen muss, das ist natürlich nicht schön, aber na gut, passiert halt. Es passiert halt leider. Ich rede hier schon 40 Minuten und es bewegt sich nichts. So, und auch jetzt hier, wahrscheinlich kommt jetzt auch wieder zurück. Vielleicht macht er deswegen das D-Range hier mal kaputt. Dann kommt mal eine Runde nach unten. Ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. Was macht der DAX noch? Der macht gar nichts. Der turnt hier so ein bisschen rum. Aber wir hatten ja auch vor kurzem mal miteinander gesprochen und da hast du mir auch gesagt, manchmal gibt es einfach nichts zu handeln und dann handelt man halt nicht. Ja, ist ja auch so. Ne? Man kann es nicht erzwingen, ne? Ich meine, wenn du jetzt hier natürlich irgendwie im Stundenchart unterwegs bist und dann sagst, okay, ich programmiere das hier und dann
brauchst ja nicht weiter drauf gucken. Ne? Du guckst halt eine Stunde nochmal drauf, was ist passiert. Nur, das ist ja beim Skyping natürlich halt so nicht der Fall. Bitte? Etwas unvorteilhaft beim Scalping insbesondere. Ja, klar. Ich meine, Scalping brauche ich einfach nur Roller. Ja. Also Richtung egal, weil da geht es ja halt um Schnelligkeit. So, aber das ist wirklich, kannst du hören und so weiter mit Blut. Es ist halt, wie es ist. Tja, ich glaube, da passiert auch nichts mehr vor 8 Uhr. Also von mir aus können wir halt auch noch eine Viertelstunde länger machen. Daran soll es jetzt nicht scheitern, aber 8 Uhr haben wir dann doch meistens ein bisschen mehr in Bewegung. Wir hatten auch hier eine Frage. Moment, die muss ich nur noch mal kurz finden. Kannst du die leicht bei dir finden? Die Frage, ich habe hier irgendwas falsch. Wenn man verschiedene Werte handelt, merkt das dafür, dass ich dann die LPO-Level für jeden Wert. Ja, klar. Also was ich auch immer dann hier einstelle, in den Voreinstellungen, ist die Frage, bezieht sich auf die Limit Pullback Order. Ja, also wenn ich hier zum Beispiel sage, mein Limit Pullback ist zum Beispiel halt 3 Punkte. Und dann wird es natürlich nur für den DAO dann auch gespeichert. Also und auch nur für die Strategie. Also ich kann halt auch zum Beispiel mehrere Strategien anlegen, wenn ich das halt isoliert voneinander handeln möchte. Mal, glaube ich, das letzte Mal drüber gesprochen. Und dann speichert er halt die ganzen Einstellungen dann halt immer pro Strategie und pro Instrument. Ja. Also das heißt, im DAX sieht man dann auch hier, da habe ich dann zum Beispiel der Trading Limit Pullback von 1. Ja. Das ist halt wirklich dann komplett voneinander unabhängig an der Stelle. Tja, so, Viertelstunde rum nach der 30-Minuten-Kerze und es passiert weiterhin nichts. Unfassbar, oder? Also, das, ja. Das ist ein bisschen Comedy heute. Hat vielleicht irgendjemand eine Frage? So, ich muss ja hier irgendwie Zeit überbrücken. Also, im DAX zum Beispiel würde ich halt jetzt hier tatsächlich mal, können wir jetzt zum Beispiel mal glatt versuchen, da halt irgendwo lang zu gehen. Ne? Weil jetzt der DAO, der will ja nicht runter hier. Ich fürchte, er hat das auch so ein bisschen vor. An der Stelle. So, was denn jetzt hier passiert? Ist noch alles da? Hat sich hier irgendwie gerade irgendwas verabschiedet? Aber okay, so. Machen wir das einfach mal. Komm, sind wir nochmal todesmutig. Vielleicht kriegen wir es auch skaliert, vielleicht kriegen wir da ein bisschen was gezeigt. So, ne? Dann macht er hier tatsächlich. Jetzt kann ich hier zum Beispiel, bin ich mal ganz schnell, mit Shift-Klick mache ich hier meine MTO. Ja, das heißt, so, die ist jetzt schon drin. So, und dann mal gucken, dass wir jetzt hat hier so der nächste relevante Punkt. Er ist jetzt hier dran gestoßen, immer noch kein neues Hoch. Ja, jetzt handelt sich natürlich hier so ein bisschen gegen mich, weil der DAX dackelt dem DAO ja natürlich eher so ein bisschen hinterher. Tatsächlich Bewegung hat, das ist ja unglaublich. So, 43, die 15-Minuten-Kerze wird fertig. So, aber ich ignoriere das jetzt hier erstmal an der Stelle und versuche dann halt hier jetzt mal, weil das könnte sogar zusammenpassen, dass der DAX jetzt erstmal hier rangeht. So, wenn ich jetzt zum Beispiel skaliere, würde ich jetzt hier jetzt mal die nächste hinsetzen, falls wir einen Rücklauf kriegen, weil man sieht, ich bin ja hier nur mit ganz kleiner Positionsgröße erstmal drin. Wir haben immer noch kein neues Hoch. Ist immer noch nicht passiert. Kann also immer noch kippen. Jetzt haben wir noch eine Minute, bis die 15-Minuten-Kerze fertig ist. Weil eigentlich wollte ich dir auflösen an der Stelle. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir es noch. Wer weiß. Dass der DAX da großartig drauf reagiert, glaube ich auch erstmal nicht. Da jetzt ein bisschen runterkommt, weil der einfach hier nur innerhalb von der Bewegung halt noch drin wäre. Daher sollte das nicht weiter schlimm sein. Aber macht auch nichts. So, vielleicht auf der anderen Seite mal, kann man mal zeigen, wie man es zum Beispiel skalieren kann. Ja, aber hier sieht man schön, wie sauber der DAO das macht. So, da oben nicht verletzt, kann ich mal zeigen. Ja, knapp drunter, irgendwie ein Punkt, ein Klick drunter geblieben. Und das ist aber auch genau die Genauigkeit, mit der man, wenn man sowas macht, dann auch arbeiten kann und sollte. So, aber trotzdem aus der Range, also halt bildet hier so eine kleine Range, kommt der auch nicht wirklich raus, ne? Also von da bis da, innerhalb von der
letzten 15-Minuten-Kerze, die aufwärts gegangen ist, spielt sich das Ganze hier ja ab. Und von daher kann es natürlich sein, so hier ist die Grenze von der 15-Minuten-Kerze, einmal kurz einen Dip drunter und wieder hoch, würde reichen, ja, um das Spiel irgendwie noch ein bisschen länger fortzusetzen. So, aber genau da hängt der Insight natürlich auch wieder. Ne? Aber es sind tatsächlich noch alle da. Ich bin ganz stolz auf euch, dass ihr nicht schon die Flucht ergriffen habt bei diesem Markt. Ja. Ich glaube, die Spannung baut sich auch auf. Wir warten alle auf den großen Effekt. Ja, Frank schreibt, wir halten durch bis zum bitteren Ende, ja. Das ist. Hattest uns ja doch schon mal so schön überrascht mit der Limit Pullback, oder? Ich glaube, das kriegen wir noch mal hin. Ja, das war schon natürlich, das war ja wie gefaked. Also, das war ja wirklich schon, das war ja schon unseriös, so gut wie das funktioniert hat. Aber war halt trotzdem echt, ne? So, gucken wir mal hier auf der linken Seite, DAX, gucken wir hier, sind wir wenigstens mal hier an der. Am Anfang von der 5-Minuten-Kerze mal dran. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. So, mal gucken, ob wir das hier kriegen. Da kann ich vielleicht auch mal gerade noch was anderes zeigen. Dann müssen wir jetzt durch. Das hilft alles nichts. Komm schon. Das kann ja nicht wahr sein. Gib mir hier mal ein paar Punkte runter. So, und das wäre halt zum Beispiel, wenn der jetzt halt hier hingeht, ja, wenn, also wenn der Wohler bin ich auch vorsichtig mit solchen Äußerungen. Normalerweise hätte ich gesagt, er wäre eigentlich schon längst da. Und dann wäre das zum Beispiel halt auch kein Punkt, an dem er jetzt einfach long geht, ja. Weil halt, ja, diesen ganzen Bewegungsarm, da sollte man dann eher abwarten, so, ob er das nicht hier unten auch nochmal angreift. Und wenn das dann hält, dann lieber halt nach oben irgendwie, dann halt in den Markt, dann halt rein. So, aber er gibt mir auch die paar Punkte nicht, wie es aussieht. So, wenn er jetzt dann entsprechend oben durchgeht, dann könnte man zum Beispiel auch drehen. Vielleicht ist das eine Geschichte, die ich mal alternativ aufzeigen sollte, auch wenn es jetzt hier vielleicht keinen Sinn macht. Aber wie gesagt, vielleicht ist auch jetzt klar, warum ich hier nicht mit echtem Geld herangehe. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, weil ich mir jetzt hier irgendwas aus den Fingern saugen muss, nur um die Funktionen halt zu zeigen. Ja. Und man kann es ja halt nicht ändern. So, was man zum Beispiel halt auch machen kann. Ja, also nach wie vor bin ich ja hier short. Ja, und jetzt könnte ich ja auch, also eine Variante wäre die, ich löse hier unten zum Beispiel in Teilen auf. Ja, deswegen habe ich ja hier die Orders hingelegt. Oder ich werfe irgendwann den Trail an. Die Möglichkeit hätte ich ja auch. Ja, ich könnte da zum Beispiel genauso gut sagen, ich werfe den Trailing Stop an. Der steht ja hier jetzt so. Trading Beginn 26 Punkte, sind wir ja längst drüber, mit einem Abstand von 10. Ja, da passiert einfach nur Folgendes. Das heißt, der käme hier runter und würde jetzt hier mitlaufen. Ja, das wäre jetzt so die eine Variante. So, lasse ich aber mal, sondern ich bleibe bei der Variante, ich löse hier in Teilen auf. So, ne, hier hat der DAX jetzt gerade irgendwie die zweite gefüllt. Er tut so, als würde er aus der Range rausgehen. Glaube ich dem nicht. Wahrscheinlich kommt er eh gleich wieder hoch und rennt dann aufs Dach. So wie der hier auf der Stelle steht. Aber gucken wir mal. Vielleicht passiert in den nächsten 10 Minuten noch was. Also, das ist übrigens dann auch in der neuen Version. Das ist zum Beispiel dann halt so: gibt es hier oben TI. Das ist der Trail Instant, Instant Trail. Also, sobald ich da drauf drücke, fängt halt der voreingestellte Trail an zu laufen. Mal gucken, was da drin steht. Das ist hier bei. Terminal TI minus 2 heißt den Spread mal 2. Kann man aber auch einen festen Wert eingeben, das heißt mal 10 Punkte, um jetzt hier nicht direkt ausgeruht zu werden. Das kann ich dann zum Beispiel einfach hier drüber. Ja. So, dann sieht man, dass der Trailing Stop ist direkt da. Man kann den auch jederzeit wieder deaktivieren. Das ist eigentlich ein zusätzlicher Trailing Stop zu dem normalen. So. Mal gucken, wo hat die jetzt geschlossen, die 5-Minuten-Kerze? Immer noch in der drin. Ich mache da mal eine Linie hin, damit man versteht, wovon ich hier überhaupt rede. Ja, das hier ist die letzte 5-Minuten-Kerze, der letzte Außenstab. Beziehungsweise ist eigentlich gar keine. Eigentlich fängt die Geschichte hier unten an, weil die haben ja alle
darin geschlossen, weil es ist gerade irgendwie gar nicht so einfach. Der war auch nicht unbedingt höher, aber nichtsdestotrotz ist das wohl die Range, da hat er jetzt mal kurz drunter, oder die potenzielle Range, da hat er jetzt mal kurz drunter geguckt und läuft direkt wieder rein, wenn diese letzte 5 Minuten Kerze wieder aufwärts geht. So, sowas kann man übrigens halt auch handeln, ja. Ein vernünftiger Wohler, man sucht sich den letzten Außenstab und da, wo andere dann denken, so, jetzt fällt es aber, und das sind so die typischen Stellen, wo es dann erstmal wieder hochgeht. So, was man halt auch machen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel der Meinung bin, naja, wenn der jetzt hier ein neues Hoch macht, dann dreht er. So, also der Meinung bin ich jetzt nicht unbedingt, aber wie gesagt, einfach mal gesetzt den Fall. Habe ich noch eine andere Möglichkeit, kann dann auch genauso gut sagen, na gut, dann gehe ich ab hier, long, ja, ich wähle irgendeine Positionsgröße jetzt hier aus, völlig egal, sobald ich die Long Order hierher setze, so würde erstmal meine Positionsgröße genauso reduziert. Das heißt, hier wäre dann ein Teil Stop. Ja, ich bin ja mit 11 Kontrakten, bin ich ja short. So, hier wären dann 10 raus, wäre einer übrig. So, aber nur um das eben auch mal zu zeigen, ich mache mal hier einen kleinen. So, hier oben hätte ich zum Beispiel einen Teil Stop. Ja, sowas kann man halt auch verwenden, dass man sich zum Beispiel ausskaliert. Ja, zu sagen, okay, je höher er kommt, umso mehr nehme ich raus. Ja, das heißt, es muss jetzt nicht sein, wenn der zum Beispiel dahin läuft, dass direkt die Rakete halt kommt zum Mond und der dauert das Reversal macht. So könnte ich halt zum Beispiel dann Teilen einfach rausgeben. Gucke ich mir das erstmal an und dann ist aber nicht unbedingt direkt meine ganze Position weg. Ja, das wäre zum Beispiel halt auch eine Möglichkeit. So sieht man jetzt ja wahrscheinlich, wenn jetzt hier noch eins höher geht, dann bin ich ja hier mit dem Ast schon an der wiederum dran und dann wäre dann zum Beispiel halt gleich wieder ein Teil weg. Ja. So, guck, ob ich diesen einen Tick jetzt wenigstens bekomme und ob es aber den jetzt auch nicht schenkt. Nun, dann kriege ich gar nichts mehr hier. Wie gesagt, ich frage mich langsam wirklich, wo die Kamera ist. So, hat er jetzt aber gemacht. Ne? Sieht man, die Order ist weg. Wenn ich jetzt hier reingucke, sind es noch 10, jetzt sind es noch 9, die ist nämlich auch gerade gefüllt worden. Also bin ich halt nicht sofort meine ganze Position los, weil ich weiß jetzt nicht, dreht der jetzt hier oder nicht. Kann man schon mal so machen, kann man natürlich auch für neue Trades genauso machen, ja, dass man nicht einen festen Stop-Loss setzt und hat damit dann quasi einen weichen Stop-Loss, weil ich weiß ja nicht, war es das jetzt schon oder war es das nicht? So, keine Ahnung, ich würde halt schon tippen, dass er hier ein bisschen drüber geht, dass er nicht genau an dem R1, also das ist wie gesagt so ein Punkt, den mag er halt wirklich gerne. Was er eben auch ganz oft macht, ist er erstmal ein Stück drüber gehen, da oben rumstehen und dann wieder runterfallen. Das ist eigentlich typisch. So, und deswegen hatte ich auch hier zum Beispiel gesagt, wenn man zum Beispiel, jetzt halt mal für den Scalping-Ansatz nochmal, Position zum Beispiel hierher, da habe ich einen Volumen-Peak und der ist wiederum halt über dem R1. Das wäre jetzt eigentlich typisch. So, jetzt kann ich aber gleichzeitig hier mal auf den DAX eingehen, der sich ja tatsächlich hier auch mal bewegt hat. Hier sieht man jetzt, ne, gab hier einen kleinen Rücksetzer, hier nochmal auf den Support, kein neues Tief. Hier ist meine zweite Position jetzt an der Stelle gefüllt worden. Und das Ding hier ist eigentlich nur noch eine Zwischenstation. Da ist er auch gerade schon ein bisschen drüber. Darum geht es eigentlich. Ja? Das war ja dieser Paritätswechsel. Und den will er natürlich versuchen rauszunehmen. So, und um das Ding halt wirklich dann halt zu drehen. Ja? Weil hier war ja eigentlich Bestätigung Short. Heißt jetzt nicht, wenn der da drüber geht, dass dann automatisch halt long ist, ja, aber dann ist zumindest die Sache hier mal seitwärts. Dann ist das zumindest nicht mehr short, ja, also weil dann halt einfach dieser Paritätswechsel an der Stelle halt rausgenommen wurde. Und das ist halt einfach, was der DAX jetzt hier macht. Das ist typisch, ja. Es geht immer darum, solche Grenzen halt auszuloten. Und die sollte man im Scalping halt beherrschen einfach. Also, oder beziehungsweise halt das Auge dafür haben, worum geht es eigentlich, ja. Jetzt nicht nur irgendwie, ja, da ist ein Pivot, da gehe ich short, da gehe ich long, da reagiert der bestimmt. Sondern man sollte schon versuchen, das mit genau solchen Geschichten dann halt in Einklang zu bringen. Und weil darum geht's. Sieht man ja halt auch, ja. Und ob der das jetzt schafft da oben, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Und ich selber halt, habe früher halt wirklich viel geskypt und ich habe immer das Motto vertreten, mir ist egal, ob der das macht. Ja, also ich handle den Versuch, weil der Versuch,
ist das Wahrscheinlichste überhaupt, was passieren kann. Ob der jetzt drüber geht oder nicht, da kann ich einen Würfel nehmen oder eine Münze werfen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann dir sagen, er geht bestimmt darüber. Ja, dann habe ich vielleicht recht. Und, aber das kann ich nicht wissen. Ich kann es einfach nicht wissen. Ich kann aber sehr wohl wissen, dass er es versucht. Ja? Das halt, weil es immer darum geht, Trends zu drehen. Immer. Ja? Das ist halt eben ein Punkt, an dem kriegen wir auch Bewegung. In welche Richtung auch immer, aber da werden wir Bewegung kriegen. Vielleicht sehen wir das jetzt halt auch noch. Gucken. Schleicht sich da jetzt langsam ran. Und deswegen kann man sowas in einem Abwärtstrend auch eigentlich, finde ich, problemlos auch long handeln. Ja? Weil, ne, es wird halt eben versucht, das Ding umzudrehen. Das sind halt so diese ganz typischen Geschichten, wo alle Short-Trader dann sagen, oh nein, es steigt schon wieder. Aber es ist ja halt auch klar, ja. Es gibt ja nicht nur Interesse auf der einen Seite, sondern eben auch auf der anderen. Und das sollte man dann einfach ja, beherzigen, auch wenn man irgendwie sich am liebsten immer wünscht, es geht nur in eine Richtung. Aber es ist halt alles keine Einbahnstraße. So, was ich jetzt hier zum Beispiel auch machen kann im DAX, genau wie ich drüben gezeigt habe, kann ich jetzt hier zum Beispiel halt eine Teilposition rausnehmen. Also A könnte ich jetzt einmal hier direkt draufklicken. Ich kann aber auch sagen, okay, ich traile diese Teilposition. Das heißt, ich mache hier eine MTO Short. Ich warte jetzt, bis er nochmal ein paar Punkte nach oben geht. Ich hoffe, er macht das jetzt auch und kommt jetzt nicht irgendwie direkt runtergefallen. Das wäre dann halt mal der Vorführeffekt. Versuchen. Also, das heißt, ich mache das hier auch mit Shift. Also, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich hier eine Limit Pullback, setze die hier knapp drunter, weil, ja, wenn es dreht, sollte es ja das Hoch eigentlich nicht erreichen, sondern sollte kurz vorher, ja, Entschuldigung, dann halt drehen. Und das heißt aber auf der anderen Seite, wenn es bricht, ja, und dann habe ich halt den besseren Exit an der Stelle. Und alternativ könnte ich genauso gut hier, ich habe jetzt hier gar keinen Stop drin, ist nicht so groß, könnte aber hier genauso gut sagen, naja, wenn er nochmal runterkommt, nehme ich hier schon mal einen Teil raus. Und so führe ich halt zum Beispiel halt den Stop quasi halt für einen Teil-Exit, kann ich den hier genauso hinterherführen, ja, und kann mich dann halt auch hier ausskalieren lassen. Und kann da zum Beispiel ohne direkt die ganze Position zu verlieren, kann ich dann halt einfach auch hier mit Teilen da halt einfach arbeiten und die Teile da halt rausnehmen lassen. So, jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir noch 2 Minuten hier bis zur vollen Stunde. Ich kriege da ein bisschen Bewegung. Und genauso gut könnte man es natürlich auch komplett umgekehrt machen. Ich könnte genauso gut sagen, ich setze hier noch eine Long Order hin. Ja? Würde bedeuten, die wird, wenn es jetzt zum Beispiel einen Sprung gibt, ja, wird die sofort gefillt und gleichzeitig wird die Short Order hinterhergezogen. Kann auch, also wenn man halt irgendwie dran glaubt, dass das jetzt halt hier ein Ausbruch wird, kann man das so machen, ja. Also warum nicht? Und sollte man vielleicht nicht unbedingt mit der ganzen Position machen, sondern eben halt nur mit einem Teil. Aber warum nicht? Es kann funktionieren. So, gucken wir noch 1 Minute. So, ich will es aber hier nicht zu kompliziert machen. Ich lasse die jetzt erstmal weg. So, ihr seht, ich habe die Kerzen halt auch hier gar nicht wirklich sichtbar, weil ich auch finde, so auf 1 Minute ist es eigentlich egal. Also das sieht man halt eigentlich immer so ein bisschen besser, die Feinheiten hier von dem Auf und Ab. Und die Kerzenfarbe auf 1 Minute, weil man sieht es ja eh, wenn es hochgegangen ist, aber man sucht, also ich zumindest suche da jetzt nicht unbedingt irgendwie nach Hammer-Shooting-Star oder so, weil das einfach, glaube ich, auf 1 Minute einfach nur egal ist. Vielleicht gibt es da auch andere Ansichten drüber, aber das ist einfach nur der Grund, warum ich das halt in 1 Minute gerne klein hatte. So, was ich vorher noch sagen wollte, mal gucken, ob die Zeit noch reicht, 10 Sekunden. Ich könnte natürlich jetzt hier, ja, statt Short zu gehen, könnte ich natürlich halt auch die Position drehen. Ja? Das war ja vorhin eigentlich der Grund. Also ich mache hier erstmal eins nach dem anderen. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir hier einen kleinen Ausbruch. So, jetzt sind natürlich hier die Pivots nicht mehr aktuell. Da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Das aktualisiert sich im MetaTrader 4 nicht immer so, wie es soll. So, hier wäre jetzt zum Beispiel der nächste R1.
So, 5 Minuten. Beziehungsweise 5 Minuten Kerze. Da ist so ein bisschen was passiert. So, der DAX geht jetzt an da oben. Hier, die kann ich jetzt zum Beispiel halt auch recht eng dahinter setzen. Solange die Limit Pullback hier für den Teil-Exit noch nicht gefüllt ist, ja, ziehe ich also hier quasi meinen Teil-Exit hinterher. Eine von beiden wird zuerst getroffen. Könnte, würde jetzt die Zeit wahrscheinlich nicht mehr reichen, das zu demonstrieren. Ich versuche es einfach mal. Und zwar, dass man den Dow kurz außer dem Auge, nehmen wir hier den DAX. Ich könnte jetzt bei den Orders zum Beispiel sagen, bei Order bearbeiten, Attribute, cancel all. Und hier auch cancel all. Das heißt, ich kann beide Orders hier so weit hin und her schieben. Sobald eine gefüllt ist, ist die andere weg. Ja, das heißt einfach nur dieses Attribut. Welche auch immer jetzt zuerst da ausgeführt wird, ja, sonst hätte ich ja hier das Problem, ich bin ja hier mit 4 Kontrakten, bin ich ja long. Und wenn ansonsten, wenn er einmal kurz hoch und runter, dann hätte ich das Problem, dass ich flat bin. Das will ich ja gar nicht. Ja, ich will ja hier jetzt nur einen Teil loswerden. Und so bin ich jetzt entweder im Rücklauf, da halt nochmal raus, oder halt eben im Ausbruch. Und ich kann natürlich auch zum Beispiel solche Orders auch trailen. Das heißt, ich kann dem zum Beispiel sagen, hier Order Trail, Abstand 2 Punkte. Das geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller. Und PLH1. Das heißt, er führt die Order jetzt im Abstand von 1 Punkt hinter der letzten Kerze als hinterher. Ja, das heißt, das ist jetzt hier natürlich wenig sinnvoll, aber trotzdem, um das mal zu zeigen. Beide, wie gesagt, als CA, das heißt Cancel All. Und ich schätze mal schon, dass wir das irgendwie hier gleich sehen. Irgendwas wird schon passieren jetzt. So, wie man sieht, ist genau dran, aber noch nicht drüber. Kann gut sein, dass wir hier die Limit Pullback jetzt auch nochmal sehen. Das heißt, es geht ja um diesen Punkt. Wenn er die jetzt rausnimmt, kann es wirklich sein, dass es halt mit Tempo passiert, wenn er sie rausnimmt. So, und deswegen bin ich da auch knapp drunter und nicht genau drauf. Will aber irgendwie nicht, ne? So, jetzt kommt sie. Ne? Jetzt hat er die Order gegriffen. Das heißt, die hängt jetzt erstmal hinten dran. Ja, sieht man, ist ja auch noch nicht gefüllt. Das ist eigentlich für Vorführzwecke ist es eigentlich so ganz okay, weil jetzt wird man auch sehen, wenn die weg ist, ist die andere Order auch automatisch gelöscht. Wo auch immer. So, und hier oben wäre zum Beispiel der nächste kleine markttechnisch relevante Punkt. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel einfach hier oben auf Short gehen. Und die würde ich zum Beispiel als Reverse deklarieren. Ja, das heißt, die löst nicht nur, die löst dann meine Long auf und dreht es gleichzeitig nach Short. So, jetzt passiert ja hier ein bisschen was, geht jetzt erstmal drüber. Jetzt habe ich den Dow zwar aus dem Auge verloren, aber ist ja nicht so schlimm. So, entweder rennt es jetzt weiter oder bleibt trotzdem stehen. Nee. So, ne, hat man aber gesehen, die ist jetzt erstmal raus und die andere Short Order ist auch weg. Und so kann es halt eben mit diesem Attribut, was ich gerade gezeigt habe, auch nicht passieren, dass zum Beispiel dann halt zu viel rausgeht. Ne? Das war ja halt genau das, worum es ging. Also nochmal, ich zeige das nochmal. Eine Order reingibt hier CA, Cancel All, ja, oder Cancel Any, heißt einfach nur, jede andere Order, die vorhanden ist, wird dann eben auch gelöscht. Und dann kann man genau sowas machen, dass man halt eben von unten und von oben dann halt den Kurs dann einkreist und läuft dann nicht Gefahr, dann irgendwie halt in alle möglichen Richtungen da halt zu schließen. So, was macht der Dow? Nix. Jetzt ist 8 Uhr. Sag mal, haben die Feiertag heute? Wir haben irgendwas gesehen. Das kann ja nicht sein. So, aber der macht irgendwie. Gemerkt. So, Übrigens, aber. Ja, bitte. die nächste Live-Trading-Session, die ist nicht nächste Woche, sondern die Woche darauf. Ich glaube, da schließen wir uns kurz, dass wir den Termin irgendwie anders legen. Genau, glaube ich auch. So, aber nichtsdestotrotz haben wir hier zumindest mal doch noch ein schönes
Beispiel gehabt, ja, wo ich halt eben auch erklären konnte, warum ich da long gehe und wie man so ein Ding skaliert und um was es halt einfach geht. So, und das ist jetzt hier so ein Punkt, ja, wo ich sage, was weiß ich, ja, geht jetzt drüber, geht halt nicht. Und da würde ich halt auch normalerweise dann auch direkt sagen, na gut, wenn der so da klebt, ja, dann schalte ich den Trail ein und dann soll er machen, was er will, ja. Wenn er jetzt halt rennt, bin ich auf jeden Fall gut dabei, ich hänge dicht am Kurs dran und wenn er runterkommt, dann bin ich halt da oben raus. Ja. Das ist das, was ich vorhin meinte im Scalping. Ich weiß, worum es geht, ich weiß aber nicht, wie es ausgeht. Und das ist, glaube ich, im Scalping, wenn man es auf die Art und Weise macht, eine ganz gute, eine brauchbare Devise auch, mit der man, glaube ich, ganz gut leben kann. Ja, weil den Versuch mache ich mit, die Entscheidung wage ich nicht. Und gibt natürlich auch ganz andere Scalping-Ansätze, aber das ist jetzt einfach nur mal einer. Ne? Rausfinden, worum geht's, den Weg dahin begleiten, sinnvoll und dann aber die Entscheidung sein lassen. So, mal gucken, vielleicht, in ein paar Minuten kommt es jetzt ja nicht an. Trotzdem würde ich auch mal versuchen, wenn das noch machen sollte, ich weiß nicht, hier oben dann halt Short. Das heißt, würde er jetzt hoch springen, ja, diese 30 Punkte ist natürlich ordentlich, aber wenn der Markt illiquide ist und da jemand halt ein bisschen was reingibt und dann steht er ganz schnell da. Und dann würde halt passieren, dass ich halt hier erstmal einen Trailing Stop hinterherlaufe. Ja, den kann ich natürlich auch genauso gut ausschalten. Und hier oben, egal welche Positionsgröße hier drin ist, weil dieses Reverse angeklickt ist, ja, ist es halt, würde meine Position gedreht. Das heißt, dann bin ich nicht mehr long, sondern bin dann short. Das heißt, es wird nicht verrechnet, sondern egal, wie gesagt, was hier oben drin steht, völlig wurscht, bin ich dann nachher mit genau der Positionsgröße im Short. So, aber das ist wirklich ein Bewegungslegasthenie, schwer zu toppen, was hier passiert. Aber okay, trotzdem doch immerhin erfolgreichen Trade gemacht. Warum nicht? So, aber dann bist du, irgendwann muss doch da mal einer kommen und sagen, so, ich kauf den Quatsch jetzt oder verkauf den ganzen Quatsch. Das kann ja nicht sein. Hier muss irgendwann mal eine größere Bewegung noch kommen. Das hier ist unmöglich. Er klebt ja auch hier an der Decke. Aha, es passiert ein bisschen was. Und hier sieht man das auch schön mit dem Tick-Trail. Der kommt nicht direkt hinterher, ne? Sondern der schleicht sich quasi so von hinten dran. Ist jetzt, wie gesagt, bei der Bola natürlich ein bisschen schade. Aber wenn es ein bisschen volatiler ist, dann klemmt er sich eigentlich ganz gut dahinter. Mit einem normalen Trail wäre ich jetzt schon raus. Ja, wenn ich jetzt hier einen Punkt Abstand, weil das ist nämlich hier ein Punkt hoch, ein Punkt runter, wäre ich schon weg. Und aber wenn man zum Beispiel solche Ausbrüche hat, ja, die halt dann mal wirklich laufen auch, da komme ich mit dem Tick-Trail manchmal wirklich weiter, als ich denke. Also wenn ich dann zum Beispiel genau an so einem Punkt dann halt den Tick-Trail, den TA-Trail hier dran mache, und der geht halt drüber und dann zieht er mich halt wirklich auch mit bis zu dem Punkt, wo dann halt einfach bis zum geht nicht mehr, bin ich eigentlich bis zum Ende mit dabei. Ne? So, jetzt sind wir hier erst einmal mal raus. So, das ist eine komische Kurve. Intraday. So, das war das von heute. Und hier sieht man zum Beispiel auch, ja, wenn ich jetzt hier Trades anklicke, dann sieht man zum Beispiel auch hier das Ergebnis, ja, das sind jetzt irgendwie 38 Punkte in Summe mit den beiden Teilpositionen, weil die Strecke ist ja kürzer und entsprechend das Resultat. Und so kann man dann eben halt auch nachher immer so schön sehen, also hier steht uns zum Beispiel auch dabei, was es ist. Exit Long, 4 Punkte, 4 Kontrakte oder hier halt auch bei den Teilen steht es auch, Teil Exit Long zum Beispiel, hier Entry Long, das war mein erster. Dann nochmal Teil-Entry Long, so kann man dann wirklich genau dann auch nachher nochmal gucken, was man da eigentlich überhaupt gemacht hat. So, das ist natürlich auch gerade für Skyping halt schon sehr, sehr hilfreich. So, aber hier passiert irgendwie nichts. Ja. Also hier könnte man, wenn die Bola jetzt da wäre, könnte man auch genauso gut jetzt hier sagen, okay, ich gehe hier short. Weil das ist eigentlich wiederum, was ich vorhin gemeint habe, typisch DAX, ja. Macht ein neues Hoch, eine kleine Schmalerei und geht dann trotzdem wieder runter. Das ist eigentlich eher so der DAX-Klassiker. Und der Dow macht es, wie gesagt, eher nicht. Und, aber dem DAX wäre es jetzt zum Beispiel zuzutrauen, dass er halt einfach hier da die letzten Tiefs auch rausnimmt
bei dem DAO, selbst wenn der jetzt hier reagiert, würde ich aber da eher schon eher drauf wetten, sagen, das dann nimmt er aber dann nicht raus, ja. So dass man hier unten entsprechend dann auch nochmal irgendwie nach Long suchen kann. So, ja. Das ist halt hier so ein kleines neues Hoch und dann runter, das ist eigentlich DAX Original. Würde mich nicht wundern zumindest, ja, wenn jetzt erstmal hier ein Stück nach unten kommt. So, den DAO Short, wie viel ist denn davon überhaupt noch drin? Noch 9. So, und die könnte man jetzt hier auch mal versuchen, dann jetzt zum Beispiel noch hier aufzulösen. Ja, aber ich glaube, es ist mir irgendwie nicht vergönnt, mit dem DAO hier irgendwas zu machen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir hier den DAX geskalt kriegen um die Uhrzeit. Ich habe eigentlich eher mit dem DAO gerechnet, aber na gut. So ist das halt. Okay. So, auch wenn ich hier, wie gesagt, mit dem DAO nicht, DAX war ja ganz nett, um das eben mal zu zeigen. Ja, und das eben vielleicht auch hier nochmal ein kurzer Hinweis: Das sind die DAX-Schweinereien, die sollte man kennen. Ja, also nicht nach dem Motto, weil so steht es ja eigentlich im Lehrbuch: Neues Hoch geht long. Der DAX macht es genau umgekehrt. Der macht ein neues Hoch und kommt dann erstmal runter, wie man sieht. Und genauso kann man den halt auch im Scalping tatsächlich dann halt auch ja, wirklich halt handeln. Ja. Also auch wenn jetzt hier, wie gesagt, die Vola überschaubar ist, aber kann man so machen. Ja. Kann den Stop ja ganz eng lassen. Ich bin ja jetzt hier auch zum Beispiel mit einem Stop von 7 Punkten da gerade unterwegs, wobei das schon fast viel ist. Und, aber kann man ja machen, ja. Also ich meine, es ist ja überschaubar, weil dass es dabei bleibt, ne, erstmal hier zum Beispiel auf diesen Punkt, ja, auf den letzten Hochpunkt oder da halt irgendwie zurücksetzt. Oder, gucken, was haben wir hier noch? Was sind wir denn da im Angebot? Hier zum Beispiel auf dem Pivot Main, da könnte ich zum Beispiel halt den Trail anwerfen. Die Chance ist ja schon, das ist schon okay, es passt sogar vom CRV, wobei CRV eigentlich nicht wichtig ist, finde ich beim Scalping. Also gerade, wie ich ja vorhin auch gezeigt habe, wenn man das skaliert, dann hat man sowieso ein dynamisches CRV und kein festes CRV. Das heißt, ich könnte hier genauso gut sagen, gut, mach den Stop da oben hin, dafür gehe ich hier nochmal Short, dann nochmal Short, dann nochmal Short. Und die löse ich dann halt in Teilen auf. So, was ist dann mein CRV? Kann, glaube ich, keiner beantworten. Also, weil es die Antwort auch nicht gibt. Ja. Klassisches CRV, also Chance-Risiko-Verhältnis, habe ich ja nur, wenn ich mit einer Position drin bin, einen Stop-Loss und einen Take-Profit. So, das wäre dann hier mein CRV dann an der Stelle. Ja, Risiko irgendwie steht ja hier dabei, 22 Euro. Und hier maximaler Gewinn 40. Also habe ich ein CRV von, hier steht es ja dann auch nochmal. Das kann man noch umschalten. Von 11 zu 20. Ja, 0,17% zu 0,3%. So, das wäre so der Klassiker nach Lehrbuch. Aber inwiefern das sinnvoll ist, gerade wenn es gehalten ist, natürlich auch eine ganz andere Geschichte. Okay, so, genauso gut könnte ich jetzt hier zum Beispiel im DAX direkt den Trail dranhängen. Übrigens auch ganz schön, wenn man dieses Zickzack drin hat, ja, sobald er sich anfängt zu bewegen, jetzt sieht man hier, macht halt einen neuen, fängt dann die Linie jetzt hier zu zeichnen und dann läuft es meistens auch echt immer ein Stück weiter. So, und DAO, tatsächlich, wir kriegen es doch noch hin. So, hier habe ich jetzt die Limit Pullback drin, ja, für eine Teilauflösung, auch am pH. So, und ob die jetzt runterkommt oder dahin, und so könnte ich zum Beispiel jetzt hier meine bestehende Short-Position einfach in Teilen halt auflösen. Ja. So, da ist jetzt wieder ein Teil raus, hat man gesehen. Die Bola ist leider nicht groß genug. Ja, aber so kann ich dann halt, weil das wäre jetzt auch hier zum Beispiel plausibel, wo ich sage, naja, der hat das Hoch schon verletzt. Da gehe ich lieber mal langsam raus, bevor der nachher doch noch irgendwie ganz zurückläuft. Den hier schenke ich mir sowieso. Stop ziehe ich runter. Das brauche ich nicht nochmal. Und ich gucke hier einfach, dass ich so gut wie möglich dann halt hier mit Teilexits halt rauskommen. Ja. Also kann jetzt hier sein, dass er da reagiert. Bisschen. Aber ich tippe mal eher, gehen hier unten auf den Ausbruchspunkt nochmal zurück. Und weil auch hier die längste 5-Minuten-Kerze ist. Da wird gerne, auch wenn es jetzt nicht am Stück ist, aber bei sowas wird dann zum Beispiel auch gerne der Anfang nochmal getestet. So, und hier sieht man halt auch auf der linken Seite der DAX. 1 Minute, so der Trailing Stop klemmt sich da dahinter. So gut es geht jetzt hier mit der Volatilität und tatsächlich hier auch mit Short nochmal
bisschen Geld verdienen an der Stelle. Den Profit lasse ich weg, brauche ich den nicht, weil der Trail dahinter hängt. Und wohin auch immer das jetzt läuft, ich bin dabei. Und tatsächlich wäre es dann auch so, dass man hier, da ist ja auch der Ausbruchspunkt, ja, sieht man hier, das war die letzte Entry, wäre dann auch ein Punkt, wo man genauso gut auch nochmal long gehen könnte. Also wenn er jetzt zum Beispiel, aber das wäre natürlich die Voraussetzung, wenn jetzt hier einen Schritt runterkommt, ja, am Stück, nicht so gezackert, sondern wenn es hier so ein bisschen schnell geht, dann würde ich hier die letzte Unterstützung, würde ich direkt nochmal long handeln, wenn es nur für ein paar Punkte aufwärts ist. Aber wie gesagt, hier alles leider so ein bisschen theoretisch und aber nichtsdestotrotz hat er funktioniert. Da fragt jemand, wie ist die Einstellung vom Zickzack? Das ist einfach die Standardeinstellung. Ich habe wirklich gar nichts eingestellt. Ja? Und ich hatte mal irgendwie eine Zeit lang mal irgendwie da so ein paar spezielle Einstellungen, aber ich habe hier wirklich nichts. Also von daher, das heißt, das ist dieses Tool hier, das ist hier bei der linken Seite mit dabei. Das findet man hier Zickzack. Und das sind die Eingaben 12, 5, 3. Das ist die Standardeinstellung. Mehr ist da nicht. So, hier sind wir jetzt raus. Das waren dann nochmal 4,50 €. 2 Punkte. Besser als nichts. Auf jeden Fall besser als Minus. Das sowieso. Okay, so, ein bisschen was konnte ich ja zeigen. Nach dem Skype Agent fragt hier gerade noch jemand. Das wird jetzt ein bisschen zu lange dauern. Marian, das machen wir aber gerne irgendwie in einem von den nächsten Webinaren, weil der ist schon ein bisschen umfangreicher, der Skype Agent. Und, oder ich mache es halt wirklich beim nächsten, bei dem Live-Trading dann halt, ja, also wenn wir das dann halt zu einer anderen Zeit machen sollten, dann gucke ich mal, dass ich den einsetzen kann. Dann brauche ich halt auch ein bisschen Volatilität dafür und der Skype-Agent, das ist halt ein Add-on und für den Stereo-Trader, das auch mit dabei ist, dort kann ich zum Beispiel halt genau timen, ab wann was passiert, ja, mit einer neuen Kerze, ob dann jetzt irgendwie getrailt wird oder ein neuer Einstieg und so weiter. Da kriegt man manchmal wirklich nette Entries auch mit hin. Aber wie gesagt, das wäre jetzt hier ein bisschen zu viel. Okay, dann machen wir hier Schluss, würde ich sagen. An der Stelle, ich bedanke mich vor allen Dingen für eure Geduld heute, dass ihr wirklich, es ist keiner gegangen und es ist wirklich erstaunlich. Beziehungsweise ich finde es natürlich schön, dass ich hier nicht alleine leiden muss, wenn der Markt sich nicht bewegt. Aber ich konnte ja doch noch ein bisschen was zeigen, freut mich natürlich, dass auch die Idee hier aufgegangen ist, auch wenn es von der Funktionalität jetzt ein bisschen überschaubar war, kann den Markt halt nicht beeinflussen. Das ist halt wie im richtigen Leben. Also an der Stelle Dankeschön für euer Dabeisein. Danke Elena und an Tickmill für die Einladung. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage schon mal Tschüss. Und Elena, du hast das letzte Wort, wenn du möchtest. Ich habe das letzte Wort, was du an Elena. Ja, vielen Dank auch. Ich habe wieder gerne deine Worte. Toll, dass du das wieder für uns heute übernommen hast. Wie ich sehe, ich habe hier ganz tolle, also du bist wahrscheinlich ein bisschen zu bescheiden, das hier alles zu sagen, aber das Feedback ist echt wunderbar. Heute habe ich viel dazugelernt, geniales Webinar, danke Dirk. Kann ich nur erwidern, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank auch, dass alle mit dabei waren und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, hoffe ich doch. Dann jo. Schönen Abend, bis dahin. Danke, tschüss. Danke, tschüss.